Hallo. Boah, ich habe mir einfach zu warm angezogen, merke ich gerade. Ich muss mir mal wieder ein bisschen entfleddern. Das ist doch zu warm. In der Naja, Sonne. Nein. Sonne ist auf jeden Fall da In der und ist Sonne auch warm. schön. Deshalb. Jesus Maria. Kriegst keine Luft mehr hier. Ja, einkaufen waren wir gerade. Funktioniert mal wieder kein Elektro. Also hier, Kartenzahlung. Mal wieder nischt. Komplettstörung. Grauenhaft. Irgendwie haben wir das in letzter Zeit öfter mal, ne? Ja, 2020 schon zum zweiten Mal. Ich hoffe, dass es nicht 20 Mal und nicht 2020 Mal wird. Das ist ja Mal grauenhaft. gucken. Ja, wir stehen jetzt hier im Hafen von, Cuxhaven. lustigerweise. Also wir sind hier in Kux und da ist der Hafen. Ja, wir wissen noch gar nicht, was wir so genau hier machen. Wir laufen jetzt hier ein bisschen umher, hoffen, dass wir das eine oder andere Schöne sehen. Ja, vielleicht mal Richtung alte Liebe und so weiter. Wollen euch das mal ein bisschen zeigen, ne? Genau, ihr sollt ja auch hier auch mal herkommen. Ihr sollt ja wissen, was hier schön ist. In. Cuxhaven. Genau, die Kugelbarke sehe ich auch. Wasser ist ganz schön dreckig, aber naja, was erwarten wir hier von der Elbe? Nichts anderes. So, reicht das jetzt erstmal aus? Los, wir laufen jetzt mal zur alten Liebe. Das Schiff, was ihr da seht, was wir euch jetzt auch einblenden werden, das ist die Baltic Shearwater. Denn da gibt es ja die App, die wir euch mal vorgestellt haben, ne, bei unseren Apps allgemein. Das ist Marine Traffic und das Ding fährt jetzt tatsächlich nach Bremerhaven. Hat es ja nicht mehr allzu weit zu fahren. Und ja, wie immer, Containerschiffe, was anderes gibt es nicht. Vielleicht heute Abend. Wir sind gespannt, vielleicht Kreuzfahrtschiffe. Ja, und wie gesagt. Einfach nur schön hier, ne? Aber wir zeigen euch noch mehr von dem, was es hier zu sehen gibt. So, das habe ich nicht Genau, ich gesehen. habe doch schon die Aufnahme gedrückt, warum machst du das wieder weg? Weil es kannst, ne? Genau. So, wo sind wir hier? Der Steg der alten Liebe. Ah, das heißt, hier sind die Verflossenen, konnten sie einfach noch mal schauen, wie die Leute wegfahren oder wie, Na, hier warum hat man halt. AD gesagt, hier mit dem weißen Tüchlein. Ach nee, weißes Tüchlein, ich gebe auf, War die so war hier? das. Ja, genau. Darf man, glaube ich, in Zeiten von Corona momentan nicht machen. Aber egal, machen wir trotzdem. Pech gehabt. Ja, die Sonne geht gerade mal wieder weg, aber das ist ein Hin und Her heute an diesem Samstag. Auch eine dicke graue Wolke, die aber keinen Regen bringen soll. Das ist schön, weil wir wollen keinen Regen haben. Ein bisschen windig ist es, dadurch Jo. auch ein bisschen frisch, aber es ist ja Naja, frische wir Meeresbrise. sind an der Küste, da kann auch ein bisschen Wind. Das sagt, im Wind ist ja, wie heißt das, laues Lüftchen oder so, oder wie man das hier nennt. Genau. Ja, wir schauen uns noch weiter um. Eben gerade habt ihr die Kugelbarke gesehen. Wie gesagt, da wollen wir heute Abend hin, wenn das Wetter mitspielt und wenn halt, ja, wenn das Wetter halt mitspielt, ne? Das ist, glaube ich, das A und O. Das müssen wir dann sehen, genau.
Ja, dann schauen wir weiter und melden uns dann wieder, wenn es weitergeht. So, liebe Leute, wir sind gerade mittendrin dabei, ein Video zu drehen, was ihr entweder schon gesehen habt oder wir wissen es nicht. Also wir können, ja, es geht auf jeden Fall hier um diesen Wohnmobilstellplatz hier in Cuxhaven, diese Platte, den drehen wir hier gerade und ja, genießen gerade auch mal den Sonnenschein und die Ruhe, die wir hier haben. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, was heute noch so kommt. Wir haben schon geplant, 17 Uhr wollen wir auf jeden Fall grillen. Alles, also so weit ist jetzt unser Plan, bis 17 Uhr grillen. Wo, wissen wir noch nicht. Ich wollte sagen, die Frage stellt sich nur noch wo, aber wir haben ein paar Plätze, die wir angedacht haben. Mal sehen, welches davon wird. Genau. So, wir drehen jetzt weiter hier unser Video für diesen Wohnmobilstellplatz und wir melden uns dann gleich wieder, wenn wir an unserem Bulli sind. Bis dahin. So, wir sind jetzt in... Ja, Cuxhaven Dünen. Genau, ja. Und da ist der Deich. Und da gehen wir jetzt hin. Haben Glück gehabt, eigentlich wollten wir eine Stunde stehen für 1,50, aber im März oder bis zu einem gewissen Märztag, ja, kostenlos der Parkplatz. Das ist schön, das freut uns. Man muss nur abends hier den Parkplatz wieder räumen. Ja, da stand ein Durchfahrtsverbotenschild irgendwie bis, weiß ich nicht, ab 22:30 Uhr? 21:30 Uhr. Okay, so rum. Aber so lange wollen wir gar nicht hier bleiben und dementsprechend laufen wir jetzt zum Deich und dann schauen wir mal, was hinterm Deich so los ist. Vielleicht ist Wasser da, vielleicht aber auch nicht. So, wie Sie sehen, sehen Sie was, aber nicht viel Wasser, weil das Wasser ist weg. Ja, wir stehen so gut wie im Watt, also auf so einer Erhöhung hier. Genau, weil wir haben nicht das passende Schuhwerk jetzt, um in einem im Wellenbrecher, Watt, ne? Wellenbrecher heißt das, glaube ich. Könnte Wellenbrecher sein, auf jeden Fall stehen wir jetzt hier drauf, weil es passt einfach nicht, weil wir können mit unseren Sachen nicht in dieses Watt reingehen. A, es ist arschkalt und B, unsere Schuhe, ja, können wir sie wegschmeißen. Das wollen wir natürlich nicht machen. Ja, aber Klärchen scheint, Sonne ist schön und ja, wir haben einen tollen Tag hier erwischt. Also wir haben alles richtig gemacht, dass definitiv. Dass wir gesagt haben, wir fahren hierher. Wir haben auch extra Wetterbericht angeschaut und haben gesagt, es reicht, dieser Samstag soll Sonne-Wolken-Mix sein und jetzt ist ja fast kaum noch, also da hinten sind die Wolken, hinter uns sind auch ein paar Wölkchen, aber wenn ich jetzt hier nach oben gucke, ist gerade gar nichts, ist wolkenfrei, also richtig blauer Himmel, richtig schön, aber man muss ja sagen, es sind halt auch nur 8 Grad. Genau. Trotzdem ist es, ich gucke nach links und nach rechts, gut besucht hier, wie immer. Also das kann man sagen, Cuxhaven lebt von den Touristen. Und wenn ich da runter gucke, richtig viele Touristen. Aber wir können es nachvollziehen. Wir sind ja auch hier, ne? Also ja, wir filmen nochmal rum. Die Insel Neuwerk blenden wir euch auch nochmal dazu ein. Und ja, schaut einfach mal selber und ja, genießt ja die Bilder. Dann mach mal. Wir haben wieder die Räumlichkeiten gewechselt. Wir sind zurück zur dicken Bertha, also sprich zu Stefan. Boah, ja, boah, genau. Boah. Wenn hier einer dick ist, bist du das. So. Ja, zumindest bin ich dick eingepackt, so wie sich das gehört. Weil es genau ist zwar schön, ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Deshalb wundere ich mich gerade so hell hier. Naja, jetzt ist es zu spät. Ich kneif doch die Augen zu. Okay, ich mach mir die Augen zu. Problem ist, dann kann ich nicht mehr sehen, was da steht. Wir sind hier im Landschaftspark Altenbruch. Und weißt du nicht mehr, musst du ablesen, wa? Was steht denn da noch drauf? Weiß ich doch nicht. Siehst du. Ja, habe ich jetzt mir durchgelesen. Ja, hier gibt es was für Brut- und Gastvögel. Sowas wie der da, das ist ein Gastvogel. Der hat nämlich ganz schön einen Vogel. Das ist nur so ein Gasttier. Ach, du auch. Ja, und wir wollen jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Beweg mal deinen Schwenkarm nach da hinten. Ob da silberne, ob man da... Sag mal, wie weit willst du da? Das ist doch nicht da. Das ist da. Hallo? Da wollen wir jetzt hin, da kann man nicht ein bisschen weit hochgehen und vielleicht kann man da über den Deich gucken und das machen wir jetzt. Mal gucken. Nicht mal gucken, machen wir. So, wir sind jetzt hier auf irgendeinem Podest und Aussichtspunkt.
Aussichtspunkt, Entschuldigung, wie konnte ich nur den Begriff nicht haben jetzt? Mann, Mann, Mann. Ja. Da hinten die Elbe. Mit den dreckigen Schiffen. Ein paar schöne Aufnahmen blenden wir euch auf jeden Fall ein. Genau, das machen wir jetzt gleich als, so als nächstes. Bevor wir wieder zum Bulli gehen, habt ihr dann diese Aufnahmen. Mhm. Und ja, ist auf jeden Fall schön sonnig. Das ist das Wichtigste. Und windig. Aber naja. Ja, aber zumindest sonnig und es geht von der Wärme her. Das ist das Wichtigste, ne? So, wir werden jetzt weiter marschieren. Entweder gehen wir nochmal zu Dicken Bertha, das wissen wir auch noch nicht. Oder wir gehen wieder zurück zum Dings. Auf jeden Fall kommt da wieder eine Chuchu-Bahn. Ja, ja. Ja, muss ich da gucken. Also ganz ausmachen, ich guck da jetzt. So, wir sind zurück in unserem Bulli und jetzt wird Folgendes gemacht. Ich zeige euch dann mal. Da, Stefan schneidet jetzt ein Filet zurecht und wir werden tatsächlich heute grillen. Am 7. März 2020 fangen wir das Angrillen an. Relativ spät eigentlich, aber heute ist der einzige Tag, wo auch mal Sonnenschein ist, wo man das auch machen könnte. Ne? Sonst ist war immer sehr, sehr windig und okay, draußen ist auch ein bisschen Wind, aber das wird alles schon und ja, seid mal gespannt, wenn wir nachher dann den Grill da fertig gemacht haben. Da das draußen zu kalt ist, filme ich das von hier drinnen. Da seht ihr Stefan vorm Grill und noch besser seht ihr es von dort. Mit Gin-Würstchen draufgepackt. Und jetzt ein komisches Mettgedöns. Braucht kein Mensch, aber naja, er mag das so gerne. Gott, sind wir vollgefressen. Und das immer noch. Das war aber lecker. Richtig lecker. Habt ihr alles ja schon gesehen, ne, weil wir ja schon die Bilder eingeblendet haben. Und ja, jetzt wollen wir, ich will nicht nach privat, geh weg. Da wollen wir nicht hin. Das Navi will immer wieder nach Hause, den ganzen Tag schon. Da wollen aber wir noch nicht. Da wollen wir nicht hin. Wir fahren jetzt nach Cuxhaven-Dünen. Genau, da waren wir vorhin schon mal, da wollen wir jetzt nochmal hin. Ja, wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit. Wir wollen noch versuchen, die Schiffe. Und zwar einmal die. Zeigt das gar nicht an. Doch. Aida Cara. Genau, die hat nämlich gerade 16,5 Stundenkilometer. Wir haben es auf Kilometer angesagt. Die ist nämlich so Pi mal Daumen gerade bei. Oh Gott, wie ist denn das hier? Ist das schon Blankenese? Nee, hier. Da sind wir immer. Helgoland Express, Edeka. Wie heißt denn das hier? Finkenwerder. Finkenwerder. Ah, alles klar. Und die andere. Sind nämlich heute zwei AIDAs unterwegs. Das ist nämlich die da hinten. Die zeigt das ist die Mara. Oder Mar. AIDA Mar, so heißt sie. Die hat 14,1. Deshalb, wir werden heute gleich zwei AIDA-Schiffe an der Kugelbarke sehen. Und wir hoffen echt, dass wir gutes Wetter haben, dass es nicht bewölkt ist. Weil da oben ist der Mond schon zu sehen. Richtig klasse. Und das wäre natürlich schön, wenn wir die Aufnahmen dann auch so hinkriegen würden. Wir schauen mal, würde ich sagen. Und, wir werden jetzt uns erstmal noch die Zeit ein bisschen vertreiben, nämlich mit dem Spaziergang.
Genau. Und dann werden wir wahrscheinlich zu dem Platz schon hinfahren, wo wir auch zur Kugelbarke dann hingehen können. Dort werden wir dann noch einen Film gucken, bis es dann so weit ist, dass man dann sagen kann, okay, die brauchen jetzt noch, keine Ahnung, halbe Stunde oder sowas. Wir brauchen ungefähr eine Viertelstunde Fußweg. Und dann Genau. schauen wir mal, ob wir die erwischen können. Aber das alles später. Jetzt geht's erstmal ab nach Dunen. Bis später. Doch noch ein bisschen testen. Ja, dann testen wir mal. So, wir sind wieder hier und jetzt ist die Frage, wieder? Wir sehen gar nichts, alles dunkel, alles ja, ist ja auch schon gleich 19 Uhr und wir haben schon geguckt, die Aida Ma ist kurz vor Gründeich, die Aida Kara Bisschen dahinter, andersrum. um andersrum. Kara ist vor, Kara ist vor der Ma. Ma ist hinter. Und wir werden euch live auf den Laufenden halten, welche AIDA gewinnen wird. Wird sie Ma, wird sie Kara? Oh, Überholen Sie oder überholen Sie es nicht? ist so spannend. Ja, mal gucken. Wir erwarten Sie hier, wie gesagt, gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr. Wir hatten gerade so Glück, weil da hinter euch im Endeffekt ist eine Restaurante. Und da sind auch Toiletten. Und ich habe gedacht, wir hätten bis 20 Uhr offen. Nein, die haben nur bis zu Einbruch zur Dunkelheit. Und es ist gerade Einbruch der Dunkelheit. Also wir hatten gerade so Glück. Naja, aber Gott sei Dank, was wir immer dabei haben, ist Desinfektionsmittel. Sicher ist sicher. Falls ihr das Video irgendwann ganz, ganz später schaut, es ist gerade so eine komische Corona-Welle hier im Gang. Deshalb haben wir Desinfektionsmittel bei. Hände waschen tun wir immer. Wenn denn Seife da wäre. Ja, die haben wir jetzt bei Frauenklo geholt, da war gerade keiner, ist uns auch egal, weil Naja. im Endeffekt ist es sonst auch eher. Wir blenden euch auf jeden Fall ein paar Aufnahmen ein. Die habe ich gemacht. Ich hoffe, dass sie einigermaßen geworden sind. Die sind dann mit dem Handy gemacht, weil das schafft die DJI dann leider doch Nee, nicht. die ist zu, weil da brauchst du so einen Zoom oder sowas, damit das läuft. Genau. Aber das Handy kostet ja auch ein bisschen mehr. Also von daher muss man ja Deshalb. auch sagen, kann man auch eine bessere Kamera, denke ich, erwarten. Aber schön, schön, schön ist das hier. Wir werden wahrscheinlich jetzt hier auch noch ein bisschen vielleicht am Strand Ja, noch ein spazieren bisschen gehen. Spaziergang machen, genau. Es ist noch angenehm mild. Wind Ja. hat nachgelassen. Es ist zwar Obwohl ein bisschen Wind da, aber es geht. Also es ist wir nicht mehr so viel. 5,5 Grad haben. Also es ist das Es ist ein an. bisschen, ja. Können wir trotzdem sagen, es ist mild. Und ja, wir laufen jetzt hier noch über dem Strand entlang oder halt über den Deich. Das wissen wir noch nicht. Überlegen. Strand und hoch über den Deich zurück, ne? So machen wir das. Genau. Und ja, dann melden wir uns aus dem Bulli wieder zurück. Bis später. So, wir haben es kurz nach halb 10 Ja, 37. und laufen hier über einen Wohnmobilistenplatz direkt in, was ist das hier, Cuxhaven, oder? Dun, ist Ja, das immer noch Dun an oder der was? Kugelbarke auf jeden Fall. An der Kugelbarke und wollen da jetzt genau hingehen. Weiß gar nicht, ob wir morgen vielleicht, hätten wir natürlich auch was hier zu diesem Wohnmobilistenplatz sagen können, ne? Haben wir irgendwie gar nicht getan, aber ich glaube, der wird gar nicht richtig angezeigt in der App Park for Night. Wir müssen da lang, glaube, oder? Hier stehen auch einige rum. Ja, warum laufen wir um die Uhrzeit hier noch umher? Das ist ganz einfach. Falls ihr unseren Namen kennt,
der heißt sowas wie Kreuzfahrt. Und zwar Kreuzfahrt Bulli. Und ja, es sind zwei Kreuzfahrtschiffe hier auf dem Weg. Das eine will nach Southampton und das andere will nach Norwegen. Da weiß ich jetzt nicht genau, wo nach Norwegen, aber will nach Norwegen. Und tja, beides AIDA. Was anderes fährt momentan noch nicht von Hamburg aus. Und das wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie ins Bild reinkriegen. Denn das ist ja auch mal was anderes als das, was es sonst gibt, ne? Und ich würde mal sagen, wir melden uns dann von der Kugelbarke wieder. Genau. So, wir sind an der Kugelbarke angekommen. Hier ist die Mauer dazu. Über uns oder in die Richtung ist dann genau die Kugelbarke. Da wird aber, werden wir solch ein kleines Bildervideo machen. Ja. Weil Stefan hat, glaube ich, das eine gute Foto geschossen. Ich glaube schon. Wir werden auch die Aufnahme von den von den Kreuzfahrtschiffen, also sprich von AIDA Cara und AIDA Mar, wahrscheinlich eher als Bilder einblenden als durch dieses Video. Müssen wir mal gucken, wie es jetzt gleich klappen wird dann. Genau. Ihr seht, das ist ein Asiate. Es ist hell, ja. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. Ja, wie gesagt, wir warten. Haben uns wie immer verschätzt. Also wahrscheinlich um 22.30 Uhr werden die da sein. Also brauchen sie 4,5 Stunden. Ja, und jetzt heißt es abwarten und hoffen, dass sie vielleicht doch mal noch den ein oder anderen Knoten mehr auflegen. Wie heißt das hier? Ein Passagier da ins Feuer reinschmeißen, damit es ein bisschen schneller geht. Sind oder den ein oder anderen Kohlen mehr reinschaufeln. Sie können Passagier, so meistens wahrscheinlich infiziert, also ist doch egal dann. Guti, dann warten wir ab und sind gespannt, wann das Schiff hier ankommt. Also Schiffe in dem Falle.